Hallo, herzlich willkommen zurück hier bei unserer illustren Runde Wizard 101. Ja. Wir kämpfen hier gerade gegen diesen Typen. Es ist nur eine Nebenquest, um einen Streitkolben zurückzuholen. Aber immerhin, es gibt Erfahrungspunkte. Und das ist es doch, was ich möchte. Bin bald Level 80. Wie krass ist das? Und ja. Ich habe die Freundesliste an. Der Daniel Blitztor hat sich zu mir gesellt. Genau wie Sam Drachenkrieger. Und jetzt Jack Frost. Hallo Jack Frost. Und das ist cool. So, was machen wir jetzt? Noch einen schönen Gegenschlag. Komm. Dann greife ich mal nicht an, sondern ich mache was Unterstützendes. Plus 120%. Ist das nicht geil, wenn ich sowas lese? Ich glaube, durch Stochen kann man super benutzen, um hier die Millionen Schaden zu machen und Unikate zu bekommen. Aber das ist sowas, das mache ich später mal. Bin ich jetzt im Moment noch nicht dran interessiert. Ist nur Spielerei auch, oder? So, noch eine Feuerfalle. Komm, ein Ifrit machen wir mal jetzt weg hier. Das brauchen wir auch nicht. In diesem Kampf neu mischen habe ich auch zweimal drin. Feuerklinge brauche ich auch nicht im Moment. Egal. So. Feuer von oben. Und 120% mehr Schaden. Und natürlich noch die Sachen von Daniel. Ne? Ist klar. Ach du liebe Güte. Das reicht ja. Pauz. 46.000. Der ist platt, würde ich sagen. Turnier. Ach, da kann ich ja gar nicht mitmachen. Da bin ich viel zu schlecht für Turniere. Ach, der Deminus. Ja, mit dem möchte ich übrigens auch mal spielen, ne? Also hier so mit Teamspeak oder so. Ah, ich habe die Schnauze voll vom Prügel beziehen. Nimm den verfluchten Streitkolben und verschwinde. Druiden, ach, das kann ich gar nicht ausrüsten. Ein Butterbrot. La 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 la. Du 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 du. Huhu, haha, hehehe. Und da bin ich wieder weg. La 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 la. Schnell raus hier. So, jetzt haben wir einiges an Quests einzulösen. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Denn, Moment, hier war doch auch noch was. Aha. Dab, dab, dab. Schilde sammeln. Nicht. Ach. Muriel Rivers in Carlion. Das hätte ich, glaube ich, in Wildnis. Colossus Boulevard. Ich muss wieder nach Carlion. Sorry. I'm sorry, guys. Danke.
So, erstmal hier mit der Tante sprechen. Erfahrungspunkte schön einsammeln. Ach, den Wolf, den mag ich. Den hätte ich auch gern. Aber dafür brauche ich das Aktion... Nee, das Paket. Für 30.000 Kronen. Ich bin doch nicht bescheuert. Dafür bin ich noch nicht fame genug. Oh mein Gott, es wird auch noch dauern. Ich glaube kaum, dass jemand so weit sein wird. Hast. Es ist unglaublich, was sich diese Schurken alles herausnehmen. Falls du noch etwas Zeit erübrigen kannst, möchte ich dich noch einmal um deine Hilfe bitten. Was schon wieder, Muriel? Das Wasserrad meiner Mühle wurde von den Hobgoblin-Plünderern zerbrochen. Wenn du einige Hobgoblin-Plünderer besiegst und ihnen zeigst, dass mit dir nicht zu spaßen ist, kannst du die Stücke des Mühlrads sicher ungestört einsammeln. Gut, besiegen wir direkt Hobgoblin-Plünderer von mir aus. Machen wir das. Hauptkartenspiel, zack. Auf geht's. Tja, ich habe keine Ferien mehr. Ach, das sind... Dann nehmen wir hier mal das noch mit rein. So. NRW, bestes Bundesland. Daniel, wohnst du auch in NRW? Feuerregen. Nee, übertrieben. Moment, Moment. Wir warten mal gerade noch, bis vielleicht noch jemand sich zu uns gesellt. Nee, komm, ich mach das erstmal. Wenn die vierte Person noch dabei ist, der vierte Goblin, dann kann man auch das Feuerprisma machen. Das lohnt sich dann etwas mehr, ne? Aber es kommt keiner. Die haben Angst. Verständlich. Ah, da kommt er schon. Super. Oh, der Tim greift direkt an mit Meteor. Gut, dass ich als erstes das Prisma mache, aber das wird... Na gut, vielleicht hat der Tim ja auch eine gute Angriffsrate, dann ist das Thema auch hier direkt erledigt. Aber ich bezweifle es irgendwie. Warten wir mal. Kritisch. Ah, ja, da ist es erledigt. Ach, Gottchen. 4000. Da muss ich mal lachen. Und Quest geschafft schon? Yeah, geil. Cool. Meine Erfahrungspunkte steigen und steigen. Herrlich, oder? Ah, das ist dieser Bretterhaufen hier. So Leute, ich glaube, jetzt war es das auch mit Kämpfen. Jetzt habe ich noch so ein paar Quests. Einzufahren. Erfahrungspunkte einzusammeln. Und... Was? Und Kämpfe gibt es jetzt, glaube ich, erstmal nicht mehr. Ist natürlich jetzt für die Begleitperson eher langweilig. Aber es ist auch die letzte Folge jetzt in dieser Aufnahmesession hier.
Und da kann ich jetzt nicht noch einen dicken Kampf starten. Und muss aufhören. Der Daniel weiß wahrscheinlich wieder, wo es hingeht. Ist wieder voll informiert. Ich glaube, der Daniel hat das Spiel auch irgendwie studiert oder so. Guck, der weiß direkt, wo ich hin muss. Obwohl er die Quest gar nicht aktiviert hat. Das... Guck mal da. Das guckt ihr den an, ey. Ach, guck mal, und hier liegt auch Zeug, was ich auch einsammeln musste, ne? Da ist auch was. Schild. Ist auch noch ein Schild. Oder ist das ein anderes? Nein, nein, nein. Egal. Es klappt nicht, nehmen wir es von woanders mit. Ja, wo wir gerade hier sind, können wir den ganzen Kram auch einsammeln, ne? Komm, Kevin. Mensch, 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 Mensch. Ach, der Daniel Blitztor hat die gleiche Quest wie ich, ja dann. Dann ist es okay. Aber der Daniel ist doch schon längst fertig hiermit, oder nicht? So, Rüstung. Aber Schilde muss ich noch einsammeln. Aber hier hinten lag noch ein Schild, das habe ich gesehen. Zwei von vier. Drei von vier. Eins brauche ich noch. Ach, das ist dieser lustige Esel, den finde ich so geil. Was? Schon wieder? Na gut. So, und jetzt sprechen wir wieder mit Muriel Rivers in Carleon. Das ist ja mal so leicht, ne? Diese Sachen einsammeln. Ah. Jetzt freue ich mich aber langsam auch schon auf mein Bettchen. Gleich geht es nämlich dorthin. Hervorragende Arbeit. Doch leider ist das Mühlrad noch immer kaputt. Bringe die Stücke des Mühlrads zu Jeremiah Carver. Sobald er das Rad zusammengesetzt hat, kehre doch bitte hierher zurück und befestige es wieder an der Mühle. Och, ja? Junge Frau, ich bitte dich doch. Was machst du denn? Weißt du, die Leute sind alle so faul in dem Spiel. Die können nicht einen Meter mal gehen, ne? Die einzigen, die sich hier die Füße wund latschen, sind die Monster. Die drehen hier munter ihre Kreise Tag ein, Tag aus. Ob ich das Mühlrad reparieren kann? Es erfordert schon einiges an Fachwissen, um Mühlräder, Brücken, Brunnen, Häuser, Windmühlen und dergleichen mehr wieder instand zu setzen. Doch ich würde dich mit den unbedeutenden Einzelheiten sicher nur langweilen. Nun ja, hier ist dein Rad. So gut wie neu. Wo hat der Typ jetzt bitte das Mühlrad her? Und ich schleppe jetzt gerade ein riesengroßes Mühlrad mit mir rum? Nee, ist klar, ist klar. Naja, es ist eine Magic-Zauberwelt. Hier kann alles geschehen. Es ist repariert. Du hast das Rad repariert. Du magst nicht adelig sein, junger Zauberer. Doch in meinen Augen bist du ein wahrer Ritter Avalons. Yep. Reif des kriegerischen Emus. Gut, dass es ruckelt. Habe ich Zeit, mir das anzugucken. Plus 4% Angriff auf alles. Das Leben. Plus 11. Das ist ja gar nicht besser als das, was ich habe. Ja, plus 15% eingehende Lebenssachen. Naja, gut. Jetzt ruckelt es mir aber zu sehr. Das ist ein guter Zeitpunkt, um hier zu sagen au revoir. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In alter Frische. Wir haben in dieser Aufnahmesession einiges geschafft. Vielen Dank an meine treuen Wegbegleiter Jack Frost, Daniel Blitztor und Sam, Tim Feuerwächter. Und es war eben noch der Sam dabei. Drachenkrieger? Ich weiß es nicht. Macht's gut. Bis dann und tschüss.